Sie haben Fragen, wir fragen nach. Nachgefragt, die Talksendung bei Radio Sunshine. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörer von Radio Sunshine TV. Wir haben wieder einmal Gäste eingeladen, beziehungsweise einen Gast, nämlich Marieke Gillissen. Und sie arbeitet im Ministerium der DG als Referentin für Ehrenamt und Vereinsarbeit. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, Ehrenamt und Vereinsarbeit, das hört sich alles ein bisschen... Ja, was macht man? Was macht man mit dem Ehrenamt oder was bearbeiten Sie? Machen Sie die Ehrenämter oder wie muss man das verstehen? Nein, ich mache keine Ehrenämter, sondern Ehrenamtliche und Vereine können zu mir kommen zur Beratung. Das ist eigentlich mein Tagesgeschäft. Das heißt, wer sich informieren möchte über Vereinsarbeit, über Vorstandsarbeit, wie läuft eine Generalversammlung, wie schreibe ich eine Satzung, wie gründe ich eine VG, wie löse ich eine auf oder beim Thema Ehrenamt, was sind meine Rechte, meine Pflichten als Ehrenamtler? Kann ich dafür Geld bekommen? Was muss ich machen, wenn ich mit einem Ehrenamtlichen zusammenarbeiten möchte als Organisation? All diese Fragen kommen bei mir an. Also die Palette scheint sehr groß zu sein. Genau. Vielleicht sollten wir unseren Zuschauern und Zuhörern auch unterstreichend sagen, dass im Jahre 2019 die Satzung... Die Gesetzgebung hat sich geändert, die genau. VG-Gesetzgebung. Genau, seit März 2019 gilt das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen, so ist der komplette Titel. Und da muss man jetzt aufpassen, das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin. Und zwar enden am 01.01.2024 die Übergangsbestimmungen. Das heißt, alle VGs, alle, egal wie groß, müssen bis Anfang 2024 ihre Satzung angepasst haben an die neue Gesetzgebung. Also ich versuche, die VGs über alle mir zur Verfügung stehenden Kanäle zu erreichen. Wir haben einen Internetauftritt, also bei osbegenlive.de/Vereine erfährt man das. Also 2019 ist das Gesetz rausgekommen, das neue, also die neuen Bestimmungen, und die müssen erfüllt werden bis 01.01.2024. Wenn ein Verein jetzt sagt, es ist immer gut gegangen, wir halten uns daran nicht auf, was passiert dann? Ja, es kann zum Beispiel schlimmstenfalls zur VG-Auflösung kommen. Und das will man natürlich nicht. Und da gibt es, so weit braucht es nicht kommen, da gibt es Möglichkeiten, sich vorher zu informieren, sich helfen zu lassen. Und ja, deshalb stehe ich hier. Die Vereine können mich gerne kontaktieren. Wir haben einiges an Informationsmaterial online auf osbegenlive.de/Vereine. Wir haben Informationsveranstaltungen. Es findet zum Beispiel zweimal im Jahr die Veranstaltung Ich habe da mal eine Frage statt. Eine war jetzt im Mai, die andere wird im Herbst stattfinden. Ungefähr Ende des Jahres machen wir noch mal eine Veranstaltung nur zum Thema Satzungsänderung. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich individuell bei mir zu melden. Und wir schauen da mal gemeinsam drauf. Das heißt, also ich gehe mal davon aus, dass doch alle Menschen internetmäßig und ja, informativ durch Zeitungen, Fernsehen, Radio. Doch kann es sein, dass ein kleiner Verein irgendwo auf dem Dorf das alles nicht mitkriegt. Mhm. Schreiben Sie den dann an? Oder, Wenn ich kann. Das ist ein interessantes Thema. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf. Denn ich nutze alle möglichen Kanäle, die sich mir so bieten. Es gibt leider nicht das eine Vereinsregister, mit dem ich alle Vereine, beziehungsweise hier geht es ja nur um die VGs. Die faktischen Vereinigungen brauchen sich mit dem Thema nicht zu beschäftigen. Es gibt nicht das eine Register, über das ich alle VGs kontaktieren kann. Das heißt, ich versuche es übers Radio, über sonstige Medien, über das Internet, über den Newsletter, für den man sich bei mir gerne anmelden kann. Ich versuche es auch über die Gemeinden, beziehungsweise also die Gemeinden schicken auch einen Infobrief von mir an die ihnen bekannten VGs. Das sind dann die bei der jeweiligen Gemeinde einen Basiszuschuss beantragt haben. Aber das sind trotzdem nicht alle. Das heißt, es ist so ein bisschen... ein Flickenteppich der Information, und ich gucke einfach, dass ich jeden Kanal nutze, der nutzbar ist. Der sich bietet. Genau. Sagen Sie, Frau Gillissen, ich Vereinssatzungen, wenn ich mir so eine Satzung vorstelle, ich habe natürlich auch schon eine gesehen und habe auch schon mal eine bearbeitet. Mhm. Und was genau hat sich denn geändert von 2019 vor der beziehungsweise was davor an Bestimmungen war. Ja, also das ist sehr technisch. Da muss man wirklich ins Detail gehen. Und ich kann mal ein paar Beispiele gerne nennen. Vorher war es so, dass man
einladen musste zur Generalversammlung 8 Tage vor der Versammlung. Jetzt sind es 15 Tage. Wenn man das nicht macht und ein Vereinsmitglied ist nicht einverstanden oder fühlt sich übergangen, konnte das nicht zeitig einplanen, konnte nicht dabei sein, der kann das anfechten. Beispielsweise. Was jetzt drin steht, ist, dass der Verwaltungsrat kollektiv agiert. Das heißt, man kann nicht sagen, es ist bei den Finanzen was schiefgelaufen, der Kassierer ist schuld und nur der ist im schlimmsten Falle dann zu belangen, sondern dass der Verwaltungsrat agiert als Kollektiv. Das ist eine Sache. Dann zum Beispiel sind die Bestimmungen für die Abstimmungen in der Generalversammlung, die sind konkreter gemacht worden. Es ist jetzt festgelegt, was vorher zu passieren hat, bevor ein Mitglied ausgeschlossen werden darf. Das muss nämlich angehört werden. Das sind lauter so Details, die vorher nicht drin standen. Einige davon stehen in der Satzung, müssen in der Satzung jetzt drinstehen, aber nicht alle. Und das heißt aber nicht, dass sie nicht gelten. Das heißt, es macht schon Sinn, dass die Vereine da einmal auch reinschauen. Informiert sind darüber, was genau ist. Genau. Wobei mir jetzt ganz spontan eine Frage kommt, gerade das Thema Generalversammlung, das immer das höchste Organ des Vereins ist. Dann stelle ich die Frage, man macht eine Generalversammlung, laut Statuten muss 60% anwesend sein. Es ist so, dass bei einer normalen Generalversammlung, bei der jetzt nicht zum Beispiel eine Satzungsänderung abgestimmt wird, da kann die Satzung selber festlegen, was das Minimum von Anwesenden sein muss. Wenn es um eine Generalversammlung geht, in der die Satzung geändert wird, in der jemand ausgeschlossen wird, in der man die Auflösung einer VOG beschließt, dann gelten sogenannte besondere Anwesenheitsquoren. Dann müssen entweder zwei Drittel da sein und dann müssen die Ja-Stimmen entweder 2/3 oder je nach Fall 4/5 sein. Also sollte man sich schon genau anschauen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus, ein Verein mit 100 Mitgliedern. Davon sind, sage ich mal, 30 Mitglieder seit eh und je drin, kommen aber schon seit 10, 15 Jahren nicht mehr. Aber sie sind immer noch Mitglied. Ja. Und dann Generalversammlung wegen Satzungsänderung. Ja, brauchen sie 2/3 anwesend. Die müssen anwesend oder vertreten sein. Und wenn wir die nicht mehr erreichen, weil einer im Altersheim ist oder weiß der Kuckuck. Dann gibt es eine Möglichkeit, wenn Sie feststellen, dass Sie das Anwesenheitsquorum nicht erfüllen, dann können Sie eine zweite Generalversammlung anberaumen, bei der ist es dann egal, wie viele Personen anwesend sind. Die darf aber nicht innerhalb von 15 Tagen nach der ersten stattfinden, wegen der Einladungsfrist. Ah. Also sehr technisch alles. Also habe ich heute was gelernt. Aber da kommen mit Sicherheit auch 1000 andere Fragen. Was ist so eine der häufigsten Fragen, die man als Verein an Sie richtet? Wo braucht man Hilfe? Ganz häufig kommen die Leute, wenn sie zum Beispiel eine VOG gründen möchten oder wenn sie beim Unternehmensgericht was hinterlegen müssen. Also man muss ja von jeder VOG einmal im Jahr der Jahresabschluss, also die Bilanzen vereinfacht, es sind keine echten Bilanzen, aber der Jahresabschluss müssen eingereicht werden beim Unternehmensgericht oder wenn sich im Verwaltungsrat was ändert, muss das im Moniteur Belsch hinterlegt werden. Dann müssen die Vereine zum Unternehmensgericht, dafür muss ein Formular ausgefüllt werden. Das ist ein bisschen schwierig und da melden sich die Vereine dann häufig und dann helfe ich bei dem Formular. Es geht ganz häufig um Satzungen. Wir haben zum Beispiel auch eine Mustersatzung, auch jetzt für diese Veränderungen. Da kann man sich dran langhangeln und wir haben eine Liste mit den Mindestanforderungen an so eine Satzung. Da kann man auch dann vergleichen, wenn man die Mustersatzung nicht nutzen möchte. Dann Fragen zur vereinfachten Buchführung, zum UBO-Register, was ja auch eine Verpflichtung für alle VOGs ist. Was haben wir noch? Fragen zum Verwaltungsrat, zu Versicherungen, Generalversammlung. Was ist für Sie, wo Sie sich ja wirklich mit Ehrenamt und Vereinsarbeit auseinandersetzen, die größte Veränderung, die bis 2024 durchgesetzt werden muss? Die größte Veränderung? Die Leute müssen in ihre Satzung reinschauen. Und das ist natürlich... Da steckt der Teufel im Detail. Also was heißt der Teufel? Das ist jetzt übertrieben. Aber man muss sich das nochmal genau anschauen und das kostet natürlich Zeit. Man muss sie sich anschauen im Verwaltungsrat, man muss einen Vorschlag erarbeiten, sich informieren, man muss das der Generalversammlung vorlegen. Danach muss man es veröffentlichen über das Unternehmensgericht im Moniteur Belsch. Erst danach ist es gültig. Da können schon mal ein paar Monate bis ein Jahr ins Land gehen. Aber es ist auch eine Chance, weil
so eine Satzung, die besteht ja vielleicht schon seit 20, 30 Jahren und die wird immer so mitgezogen. Und das ist, ich finde, das ist die Gelegenheit, sich jetzt mal anzuschauen, ob die Satzung noch zum Verein passt. Ist das noch so, wie wir das wollen, wie wir das leben? Passt das noch zu uns? Passt dieses Dreigestirn Präsident, Kassierer, Schriftführer noch zu uns? Das muss man nicht so machen. Das steht nirgendwo. Im Gesetz steht, man braucht einen Präsidenten. Der hat laut Gesetz genau eine gesetzlich festgelegte Aufgabe. Der muss die Protokolle vom Verwaltungsrat unterschreiben. Ist überschaubar. Die restlichen Aufgaben im Verwaltungsrat, die kann jeder Verein so festlegen, wie das für ihn passt. Mhm. Es gibt Beispiele von Vereinen, die machen halt keinen klassischen Vorstand mit diesen drei Besetzungen und plus eventuell Beisitzern. Die machen ein Koordinationsteam. Die haben vier Koordinatoren, einer für Verwaltung, einer für Organisation, einer für Finanzen, einer für Öffentlichkeitsarbeit. Das sind auch die, also das ist ein faktischer Verein, eine faktische Vereinigung, aber wäre das eine VOG, wären das die Verwalter, die im Moniteur Belge als Verantwortliche eingetragen wären. Aber die machen das nicht alleine. Also niemand sagt, dass alle Arbeit im Verein von 3, 4 oder 5 Leuten gemacht werden muss, sondern die arbeiten im Team und die delegieren, auch über den Verwaltungsrat hinaus. Das heißt, alle Mitglieder arbeiten am Verein mit und das macht natürlich total viel Sinn. Das entlastet die Verwalter. Das fördert die Kommunikation im Verein und das fördert die Bindung, weil wenn ich mitarbeite, dann gehöre ich dazu. Und das macht, also es ist jetzt die Gelegenheit für die Vereine, ein bisschen Zeit ist ja noch zum Glück, sich mal ganz genau anzuschauen, wie möchten wir unseren Verein führen. Und das finde ich, ist eine Chance. Gut, wenn man schon im gewisseren älteren Zustand ist und die Vereinsrechte von früher noch zugrunde liegt, dann musste zum Beispiel die Einladung schriftlich gemacht werden. Ja. Die Zeit hat sich natürlich geändert. Heute geht das per E-Mail oder per WhatsApp. Das geht auch. Und das ist doch auch rechtens. Per WhatsApp, da bin ich jetzt überfragt, ob das geht. Aber per E-Mail können Sie es auf jeden Fall machen. Sie können es auch theoretisch per Aushang machen, wobei das ging auch vorher schon. Aber die gängigste Art ist eigentlich, eine E-Mail rauszuschicken. Wichtig ist, dass es 15 Tage vorher alle Mitglieder erfahren. Und wichtig dabei ist, dass die Tagesordnung mitverschickt wird, damit alle auf demselben Stand sind, damit alle entscheiden können, ich möchte teilnehmen oder ich möchte nicht teilnehmen oder ich möchte mich vertreten lassen. Und das ist ganz besonders wichtig bei solchen Fällen wie der Satzungsanpassung oder wenn jemand ausgeschlossen wird oder wenn die VG aufgelöst wird. Das muss ganz konkret drinstehen. Da darf nicht drinstehen, wir ändern die Satzung, sondern im Anhang der E-Mail oder im Brief, wie auch immer, muss der konkrete Text drinstehen, damit die Leute ganz genau wissen, worauf sie sich einlassen, worüber sie abstimmen werden. Also wenn ich das richtig verstanden habe, das bedeutet, ich lade Sie jetzt ein zur Generalversammlung wegen Satzungsänderung. Mhm. Das heißt, ich lade Sie ein, Sie kriegen zusätzlich eine Tagesordnung. Mhm. Sie kriegen dann einen Auszug, wenn ich das richtig verstanden habe, von dem, was geändert werden soll. Im Idealfall die komplette Satzung. Oh, okay. Die alte und neue Version dann. Idealerweise. Also das weiß ich nicht genau, ob auch die Auszüge reichen würden von dem, was geändert wird. Aber da sind halt schon viele Details, die geändert werden. Also es empfiehlt sich, die komplette Satzung oder auch neu-alt nebeneinander mitzuschicken, damit die Leute sich einen Überblick verschaffen. Und es ist ja auch immer informationshalber sinnvoll, dass die Mitglieder wissen, wie die Satzung ihres Vereins aussieht, weil die Satzung, das ist das Regelwerk des Vereins. Ne? Darüber kommt das Gesetz, aber das ist das Regelwerk des Vereins. Es macht Sinn, dass die Leute das kennen. Also Vereinsgesetzbuch. Ja. Nehmen wir es so. Ja. Frau Marke-Gillissen, Ministerium als Referentin für Ehrenamt und Vereinsarbeit. Wie wir jetzt gerade in ganz kurzen Worten gehört haben, ein sehr stressiger Beruf. Ein spannender, stressig nicht, er ist spannend. Und wenn ich dir da ganz kurz unterbrechen darf, das Tolle ist, ich kann den Vereinen direkt helfen und die Vereine freuen sich. Und das ist ein dankbarer Job. Vielleicht an dieser Stelle, wie kann man sie erreichen? Also, entweder guckt man auf osbelgienlive.de/Vereine
Oder wenn man irgendwo auf Ostbelgien Live geht und in die Suche Marieke Gillissen eingibt, dann findet man mich. Man kann beim Ministerium beim Empfang anrufen und sich durchstellen lassen. Gerne nehme ich Anmeldungen für den Newsletter entgegen. Da schicke ich ungefähr monatlich ganz viele Vereinsinfos rüber. Dann erfährt man auch von den Infoveranstaltungen, neue Infoblätter, Neuerungen online, die Mustersatzung und so schicke ich da regelmäßig drüber. Man kann mich auch anrufen direkt. Das sind so die gängigen. Natürlich E-Mail am liebsten. Am liebsten. Das ist praktisch genau, heute. Und Sie haben dann im Ministerium eine gewisse Arbeitszeit, wo man sie erreicht, von Montags bis Freitags, oder genau, ist das unterschiedlich? Ich arbeite 5 Tage die Woche, Mittwochnachmittags, ich habe kleine Kinder, bin ich nicht da. Ich bin teilweise im Ministerium, teilweise im Homeoffice. Am besten macht man einen Termin. Ganz viele Termine finden heutzutage oder finden jetzt aktuell auch digital statt. Das klappt sehr gut bei dieser Thematik, weil ich dann über meinen Bildschirm halt auch Dokumente zeigen kann. Das okay. ist sehr, sehr praktisch. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit Satzungsfragen sich an mich gewandt hat und ich schaue da drauf und will den Leuten dann was zeigen, bevor ich dann sage, okay, Seite 3, 5. Zeile und so weiter und dann suchen wir das, kann ich das dann zeigen auf dem Bildschirm, wir sehen dasselbe und dann kann ich direkt da Änderungen machen. Das ist eigentlich im Moment das Praktischste. Auch sehr modern, zeitgerecht. An dieser Stelle würde ich sagen, danke, dass Sie die Zeit gehabt haben, nach hier zu kommen, uns ein bisschen darüber zu erzählen. Vielleicht möchten Sie unseren Zuschauern und Zuhörern irgendeinen guten Rat mitgeben als Verein oder wie auch immer. Bitte. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Erstmal an die Vereine, an die VOGs und die faktischen Vereinigungen. Kontaktieren Sie mich gerne. Sie müssen das nicht alleine machen. Zusätzlich zu den genannten Informationen habe ich noch einiges anderes zu anderen Themen. Sie können mich sehr gerne kontaktieren. Ich freue mich.